Herzlich willkommen bei Radio München. Am 26. März 2020 sprachen wir zum ersten Mal mit dem Toxikologen und Immunologen Professor Stefan Hockerts, weil wir nicht glauben konnten, was die Welt uns mit der Corona-Erzählung auftischte. Wir waren nach Antworten suchend, er war ungläubig, erstaunt und empört. Alles, was er gelernt und praktiziert hatte, war auf den Kopf gestellt worden. Immer noch drehen sich die immunologischen Gesetzmäßigkeiten in der Öffentlichkeit nicht wieder auf die Füße. Auch nicht, nachdem der mächtigste Vertreter, Förderer und Nutznießer der sogenannten Covid-19-Vakzinen, Bill Gates, in einem Interview bereits 2022 sagte, Zitat, »Wir wussten nicht, dass die Sterblichkeit ziemlich niedrig ist und dass es sich um eine Krankheit handelt, die vor allem Ältere betrifft, ähnlich wie eine Grippe, wenn auch etwas anders.« Und weiter, Zitat, wissen Sie, traurigerweise ist das Virus selbst, insbesondere die Omikron-Variante, eine Art Impfstoff, der sowohl B-Zell- als auch T-Zell-Immunität erzeugt. Und es hat die Weltbevölkerung besser erreicht als unser Impfstoff. Zitat Ende. Immer noch wird an der sogenannten Impfung festgehalten und ihre vielfach schädliche Auswirkung negiert. Heute haben wir wieder Gelegenheit, den aktuellen Wissensstand von Professor Stefan Hockerts abzufragen, der seit mehr als 2 Jahren nun in der Schweiz für Aufklärung arbeitet. Eva Schmidt hat ihn befragt und wollte zunächst wissen, wie es ihm heute in seinem Exil geht. Ja, mir geht es in der Schweiz jetzt so langsam relativ gut. Ich bin seit 2,5 Jahren hier, habe doch wieder Boden unter die Füße bekommen. Das war während eine ganze Zeit lang nicht so, aber es läuft langsam an. Wir haben neue Betätigungsfelder, den Menschen Energie zu geben. Ganz spannend, sie aus diesen Krisen. Ja, es ist ja nicht nur eine Krise, obwohl wir uns dann heute sicherlich erstmal nur über diese eine wieder unterhalten. Aber es sind ja viele Krisen, die auf uns einstürzen. Und wir haben das Ganze auch Permakrise genannt. Sie kennen Permafrost und Sie kennen Permakultur. Aber die Permakrise ist ein neues Wort und die verfolgt uns tatsächlich. Aber mir geht es gut und freue mich, dass wir heute wieder eine Sendung machen. Ich versuche mich gern in die Schuhe derer zu stellen, die mit dem Strom geschwommen sind und die Corona-Erzählung vieler Regierungen weltweit geglaubt haben. Sie mussten ja mehr Angst vor dem Virus entwickelt haben als vor den gentherapeutischen Maßnahmen. Und jetzt sind sie mit ganz anderen Themen beschäftigt, denn Corona kommt im Alltäglichen kaum mehr vor. Alle überzähligen Erkrankungen und Tode, mit denen sie sich auseinanderzusetzen haben, sind für die allermeisten nicht mit der Spritze in Verbindung zu bringen, die man sich geben ließ. Was wissen wir denn aktuell über das Coronavirus? Woher kommt es tatsächlich? Sie haben meines Wissens neue Erkenntnisse über sein Entstehen. Ja, wir haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht, wo kommt das eigentlich her? Und relativ früh, schon in 2021, haben Wissenschaftler, die jetzt sozusagen nicht nur vom Mainstream verblendet oder von der Politik geleitet waren, sondern selbst nachgedacht haben, bei Wissenschaftlern hat ja zum Teil auch ausgesetzt, diese selbstdenkenden Wissenschaftler haben relativ früh festgestellt, dass dieses Virus keinen natürlichen Ursprung haben kann. Dieses Virus, das in Wuhan wohl freigesetzt wurde, muss nicht unbedingt auch aus Wuhan stammen. Und dort haben wir tatsächlich mal mit den Recherchen begonnen. Ich muss sagen, dass das etwas ist, was in der Herkunft wichtig ist, auch in der Haftung. Darüber reden wir ja gar nicht, wer es denn da möglicherweise in die Welt gesetzt hat. Und da hat uns tatsächlich der Zufall ein Patent aus dem Jahr 2018 in die Hände gespielt. Von jemandem, der heißt Ralph Stephen Baric, also B-A-R-I-C geschrieben. Und der Mann hat ein Patent eingereicht im Jahr 2018, das ist sehr spannend, welches tatsächlich exakt genau beschreibt, wie dieses Coronavirus aussieht. Also dieses SARS-CoV-2, er nennt das nicht so, er nennt das SARS-2 oder HKU-1, verschiedene Namen dafür, und hat das 2018 publiziert. Das ist für uns ein deutlicher Hinweis, dass dieses Virus höchstwahrscheinlich, so jedenfalls, wenn wir das Patent uns anschauen, aus den USA stammt und dort entwickelt wurde. Und wer ist dieser Mann? Vielleicht ganz wichtig, Baric hat als Gain-of-Function-Forscher in Chapel Hill gearbeitet, also North Carolina, dort an der Universität.
ist sehr nah mit DARPA und NIAID. Das sind ja die beiden staatlichen Organisationen, die Professor Fauci ja fest im Griff hatte. Und dort hat er diese S1-Untereinheit, jetzt müssen wir jetzt etwas tiefer einsteigen, diese Chimeric Spike-Protein entwickelt, respektive ein Virus entwickelt, was genau dieses Spike-Protein herstellt, was wir letztendlich nachher wieder auf dem SARS-CoV-2 gefunden haben. Das heißt, dieses Patent legt nahe, dass Barrett, der Schöpfer, ich nenne es jetzt mal wirklich so, der Schöpfer des genetisch veränderten SARS-CoV-2 gewesen sein könnte. Und das gibt schon wirklich knallharte Hinweise darauf, wenn man sich dieses Patent näher anschaut. Bedeutet, dass auch Barrett ein ganz persönliches Interesse daran hatte. Wir haben nun weiter recherchiert. Er wurde 2019 65 Jahre alt, ist dann ausgeschieden aus Chapel Hill. Das heißt, er wollte sein Lebenswerk sozusagen noch einmal patentieren. Das Patent ist dann tatsächlich auch in die Hände der FDA respektive von NIAID gekommen, also von der amerikanischen Fauci-Behörde. Und als eine gewisse Belohnung, das ist jetzt tatsächlich so ein Tüpfelchen auf dem i, eine Schülerin von Balch, die also lange bei ihm gearbeitet hat, die heißt Lisa E. Hensley. Und Lisa Hensley ist 2021 dann leitende Wissenschaftlerin der FDA beziehungsweise beim NIAID geworden. Das kann man als Belohnung sehen dafür, dass er diese Arbeit gemacht hat. Es sind für mich eine ganze Reihe von Informationen, gerade aus diesem Patent, die uns offenlegen, dass die Übertragung, wie sie uns zu Anfang erzählt wurde, von einem Fluchhund oder einer Fledermaus auf den Menschen irrelevant ist, dass das ein Märchen war, eins von vielen Lügen, die uns erzählt wurden. Und dass tatsächlich schon 2018, also 2 Jahre vor dem Ausbruch, ein Patent veröffentlicht wurde, in dem genau die Zusammensetzung dieses SARS-CoV-2, genau die Zusammensetzung des Spike-Proteins beschrieben worden ist. Und wir können daher davon ausgehen, dass dieses Patent als Grundlage dafür genommen wurde, in Wuhan dieses Virus freizusetzen. Was bedeutet das für diejenigen, die sich damit infizieren? Hat das überhaupt noch was mit dem Coronavirus zu tun, gegen den die meisten ja bereits immun waren, beziehungsweise Kreuzimmunitäten aufgewiesen hatten? Was erfahren wir immunologisch sozusagen Neues durch dieses veränderte Virus? Das Problem liegt noch etwas tiefer. Wir haben ja sehr früh schon auch bei der Genetik dieses Virus festgestellt, dass das Virus eine Besonderheit besitzt, die in der Natur nicht vorkommt. Auch das ist in dem Patent beschrieben worden. Und zwar, dass man HIV-Sequenzen, also Sequenzen des Human Immunodeficiency Virus, bekannterweise soll es ja AIDS auslösen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber dieses HIV-Virus oder Bestandteil dieses HIV-Virus sind in diesem Coronavirus vorhanden. Diese eine Gain-of-Function-Arbeit, die ist völlig üblich, um Viren menschengängig zu machen. Also da müssen wir jetzt ein Stück weiter ausholen. Normalerweise ist ein Virus sehr, sehr, sehr spezifisch. Spezifisch auf die Spezies, also auf den Menschen zum Beispiel oder auf einen Hund oder auf eine Katze. Und dort im Menschen in dem Fall ist es sehr spezifisch auch für gewisse Zellen. Heißt in dem Fall Atemwegszellen. Ein solches Virus befällt nicht die Leber, nicht die Leberzellen und auch nicht die Hautzellen, sondern ausschließlich die Atemwegszellen. Und deshalb ist es eine Atemwegserkrankung. Um das zu erreichen, dass ein solches Virus, was ganz offensichtlich von Balich künstlich hergestellt und patentiert worden ist, dann auch in den Menschen hineinzubekommen, also dass dieses Virus überhaupt auch ein Humanvirus wird, dafür, das ist eine bekannte Methodik, benutzt man HIV-Sequenzen, die man dort einarbeitet. Und diese HIV-Sequenzen sind sozusagen der Türöffner, der Schlüssel für die menschliche Zelle. Wobei mir ganz wichtig ist, und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das in dem Zusammenhang erwähnen, ein Virus befällt keine Zelle. Das wird immer wieder so gesagt, das ist aber nicht korrekt. Die Zelle frisst das Virus quasi wie ein trojanisches Pferd, weil es das erkennt, weil es auf der Oberfläche gewisse Marker hat, zum Beispiel so ein HIV. Marker und diese Türklinke wird dann benutzt, dass die Zelle dieses Virus aufnimmt und dann erst entpuppt sich der Inhalt dieses trojanischen Pferdes, dass dann das Virus sich in der Zelle fortpflanzen kann und letztendlich darüber die Zelle zerstört. Jetzt muss ich dazwischen gehen und eine Verständnisfrage stellen. Warum wird eine solche Forschung betrieben?
Ja gut, das ist ganz einfach auf Nenner zu bringen. Das ist Kriegsforschung. Und warum wird Kriegsforschung geschrieben? Nun ja, um sich in der biologischen Kriegsforschung einen Vorteil zu verschaffen. Das hat mit einer Forschung für die Menschen nun mal gar nichts zu tun, sondern es ist eher eine Forschung gegen die Menschen. Die ist im Übrigen verboten. Die ist in Deutschland verboten, die ist in den USA verboten. Es gibt ja einen Pakt, eine Absprache, wenn ich das genau richtig sehe, sogar einen UN-Vertrag, dass Forschung an biologischen Waffen untersagt ist. Da steht aber, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, in diesem Papier, dass eine solche Forschung erlaubt ist für Verteidigungszwecke. Und darauf berufen die sich alle. Die ganzen Gain-of-Function-Forscher berufen sich darauf, Herr Fauci und Kollegen und auch Herr Baric, dass diese Gain-of-Function-Forschung zur Verteidigung des Landes notwendig ist. Dann ist sie erlaubt. Nur, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich komme aus dem Bereich. Ich habe selber ganz, ganz viel so gearbeitet. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man ein Virus verändern kann, damit er zum Beispiel humangängig wird und wie das zur Verteidigung eines Landes benutzt werden kann. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich denke, das ist. Es geht da wahrscheinlich um einen Wissensvorsprung, um eventuell Gegenmittel parat zu haben, von denen wir allerdings nichts erfahren, denn weltweit wurde mit dieser sogenannten Impfung auf dieses Virus reagiert. Dann sprechen wir doch mal darüber. Wir wissen von verschiedenen Auswirkungen dieser Gentherapie. Einmal haben wir die Lipidhülle, die etwas verursachen kann. Wir haben die DNA-Verunreinigungen, wir haben andere Verunreinigungen und es gibt die Wirkung der modifizierten mRNA, die ja teils noch Rätsel aufgibt. Worüber lohnt es im Augenblick zu sprechen? Wo gibt es neue Erkenntnisse? Ja, es gibt zunächst einmal neue Erkenntnisse seitens der zulassenden Behörde. Das ist ja für Europa, the European Medicines Agency, also die EMA mit Sitz in Amsterdam. Und für die Schweiz, wo ich ja hier lebe, ist es die Swissmedic, die aber ganz ähnlich arbeiten und auch ganz ähnliche Vorgaben gemacht haben. Wir haben schon im letzten Jahr mit der Swissmedic eine Kommunikation begonnen, die in diese Richtung ging, dass wir einen Menschen, der sich hat dreimal gentherapieren lassen, gebeten haben, der Swissmedic zunächst einmal die Frage zu stellen, handelt es sich hier um eine Impfung oder handelt es sich hier um eine Gentherapie? Wir müssen das ja mal so sehen, hätte man im Jahr 2021 zu Beginn den Menschen gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, gegen diesen Coronavirus mit einer Gentherapie vorzugehen. Ich glaube, viele hätten mit fliegenden Fahnen die Arztpraxen und die Impfzentren verlassen. Man nannte das Ganze Impfung fälschlicherweise, das wird jetzt ja auch zugegeben, weil das Wort Impfung natürlich positiv belegt ist. Das ist auch wieder eine dieser infamen Lügen gewesen, Menschen falsch zu informieren. Die Swissmedic, aber auch die EMA, aber ich beziehe mich jetzt mal auf die Aussagen der Swissmedic, die hat uns ganz klar gesagt, die mRNA ist der Bauplan. Auf Basis dieses Bauplanes, der immunologisch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser Bauplan wird immunologisch nicht erkannt. Diese mRNA ist für unser Immunsystem völlig neutral. Das beschäftigt sich gar nicht damit. Dieser mRNA-Bauplan, so auch die Swissmedic, wird in die Zellen geschleust. Ich nenne das Vergewaltigung. Also die Zelle wird vergewaltigt, diese mRNA aufzunehmen und diese entsprechend umzusetzen, dann mit der Proteinbiosynthese in ein Spike-Protein. Das Spike-Protein, und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Aussage, das Spike-Protein ist das aktive pharmazeutische Material. Auf Englisch API, Active Pharmaceutical Ingredient. Dieses aktive Material, das Spike-Protein, darauf reagiert auch das Immunsystem. Keine Frage. Und das ist sozusagen der Wirkstoff. Dann haben wir natürlich die Frage gestellt, in welcher Konzentration liegt denn dieser Wirkstoff vor? Das ist ja eine ganz zentrale Fragestellung. Ich erinnere da immer gerne an den Theophrastus Bombastus zu Hohenheim, 1540, hatte so einen schwierigen Namen, nannte sich damals schon mit dem Nickname Paracelsus. Und er hat eben gesagt, all Ding ist Gift, die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Das heißt, ich muss die Dosis eines Wirkstoffes kennen, um einschätzen zu können, ist der giftig? Hat der Nebenwirkungen? Wenn ja, welche? Und wenn ja, in welcher Konzentration? Das ist die klassische Arbeit in der Toxikologie und der Pharmakologie. Die Swissmedic hat uns dann relativ unverblümt mitgeteilt, dass sie nicht wüsste, wie viel Spike-Proteine im Körper eines Menschen gebildet wird. Also wir hatten gefragt, wie viel Mikrogramm Spike-Protein pro Milligramm Körpergewicht wird gebildet.
Und die Antwort war so schlicht und einfach, das wissen wir nicht. Das ist eine Bankrotterklärung. Das ist alles im letzten Jahr gelaufen, 2023. Das ist eine Bankrotterklärung der Zulassungsbehörden, die nur noch getoppt wird dadurch, dass am 18. Oktober 2023 Marcel de Graaf, das ist ein Mitglied des Europäischen Parlaments, also letztendlich der Vorgesetzte der EMA, das wissen ja die wenigsten. Das Europäische Parlament ist ja letztendlich der Vorgesetzte dieser European Medicines Agency. Und der stellt keiner Geringeren als Emma Cook, das ist die Präsidentin der EMA, stellt ihr die Frage, was diese Autorisierung, was die Zulassung eigentlich bedeutet. Und ich muss das einfach mal zitieren. Emma Cook schreibt wortwörtlich: You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmissions from one person to another. Ich übersetze. Sie gehen richtig in der Annahme, dass Covid-19-Vakzine nicht zugelassen wurden, um eine Übertragung der Erkrankung von einer Person auf die andere vorzubeugen bzw. zu vermeiden. Und Entschuldigung, was hat man da auf die Menschen losgelassen? Im Oktober 2023 schreiben sie ganz klar, wir nannten das Impfung. Es sollte aber gar nicht eine Infektion verhindern. Ich sage, dass eine Impfung muss Infektionen verhindern. Und jetzt wird das ganz offen zugegeben, dafür war das gar nicht zugelassen. Ja, am Ende hieß es, es soll nur den Verlauf abmildern, was sich dann auch als unwahr dargestellt hat. Gibt es darüber eigentlich Erhebungen? Ja, da gibt es Unterlagen von der MHA, das ist die Behörde in Großbritannien, die nicht so sehr an die nach dem Brexit nicht so sehr an die europäischen Vorgaben aus Brüssel und Genf gebunden sind. Dort haben wir Unterlagen aus dem Jahr 2022, dass etwa 80% der schweren Corona-Fälle, egal wie die jetzt festgestellt wurden, wir nennen es jetzt mal mit PCR, aber die sozusagen dann beatmet werden mussten, die in Intensivstationen sich aufhielten, waren etwa 80% der Menschen zwei- oder dreimal geimpft, 10% einmal gentherapiert. Und bei den restlichen 10% wusste man es nicht so genau. Das heißt, wir haben deutliche Daten, insbesondere aus Großbritannien, weil dort die Daten eben nicht, ja, einkassiert werden, so wie zum Beispiel beim Paul-Ehrlich-Institut oder beim Robert-Koch-Institut, wo die Daten ja gar nicht mehr erhoben werden oder erhoben werden dürfen, dass auch dieser Ansatz mit den schwersten Verläufen nicht stimmt. Ich möchte aber, um es den Zuhörern noch klarer zu machen, ein anderes Beispiel bringen. Wir haben eine wichtige Impfung, das ist ja auch wirklich eine Impfung gegen Polioviren. Das ist die Kinderlähmung, eine sehr gefährliche Erkrankung, die auch irreversible Schäden bei den Menschen hinterlässt. Natürlich ist die Hauptaufgabe einer Impfung, wenn wir jetzt über Polio reden, dass die Menschen sich, wenn sie damit in Berührung kommen, wenn sie dann geimpft sind, dass ihr Immunsystem dieses Virus erkennt und sofort eliminiert, sodass es eben nicht zu einer Übertragung und vor allen Dingen nicht zu einem Ausbruch der Krankheit kommt. Wenn wir uns jetzt auf den Standpunkt stellen, der jetzt uns erzählt wird, liebe Frau Schmidt, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt sagen, ja, also so eine Impfung, die ist ja nicht da, um eine Übertragung zu vermeiden und die ist auch nicht da, dass Menschen da vielleicht dran erkranken, sondern nur für schwere Verläufe, dann würden wir also bei Polio eine halbseitige Lähmung respektieren und akzeptieren? Das ist doch absurd. Die Hauptaufgabe einer Impfung, und das steht im Übrigen in allen Lehrbüchern, das steht auch in den Grundlagen der WHO, die Hauptaufgabe einer Impfung sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist Vermeidung der Infektion beim Menschen. Und der zweite Punkt ist Unterbrechung, das hängt ja miteinander zusammen, der Übertragung von einem Menschen auf den anderen. Und keine andere Aufgabe hat eine Impfung. Wir werden mit der Realität ganz deutlich konfrontiert. Nur befürchte ich, dass die Menschen es nicht mehr hören wollen oder auch gar nicht mehr hören und verarbeiten können. Und trotzdem, Herr Professor Hockertz, ist es großartig, dass Sie nicht müde werden, die Zusammenhänge, so Sie sie erkennen, zu erklären. Und ich werde nicht müde, meine Frage nach den vergleichbaren Spike-Wirkungen des höchstwahrscheinlich nicht natürlichen Virus SARS-CoV-2 und der modifizierten mRNA-Spritze zu stellen. Was sind die gleichen oder ähnlichen Vorgänge im Körper, dass es so leicht möglich ist, die Erkrankungs- und die Spritzenfolgen als Long-Covid zu titulieren? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil mit diesem Wort
Long-Covid etwas politisch in die Welt gesetzt wurde, was es als solche Bezeichnung nicht gibt. Ganz wichtig, es gibt natürlich ganz viele Menschen und um die kümmern wir uns auch extrem viel und das ist auch notwendig, die nach einer Corona-Infektion andere Infektionen haben, die dazu führen, dass sie chronisch müde sind, dass sie Probleme haben im ganzen Körper, dass sie Lungenprobleme haben. Das sind allerdings Erkrankungen, die nur durch Corona, also durch die Beschädigung der Eintrittspforte, in dem Fall also der Atemwege, in den Körper gelangt sind und dort ihr Unheil jetzt treiben können. Wir sehen da ganz häufig Epstein-Barr-Virus, ein Virus, was wir eigentlich immer in uns haben, was aber opportunistisch arbeitet, also immer nur dann sozusagen in Erscheinung tritt und pathologisch wird, wenn der Körper anderweitig geschwächt ist. Dieses Long-Covid zu nennen, ist eine politische Erfindung, um, und das wissen wir heute, Schäden dieser Gentherapie, und zwar der unkontrollierten, das hat uns ja die Swissmedic bestätigt, sie wissen nicht, wie viel produziert wird, der unkontrollierten Freisetzung von Spike-Protein über einen langen Zeitraum, und zwar mittlerweile wissen wir mehr als ein Jahr. Also mehr als 12 Monate werden diese Spike-Proteine produziert in einer unbekannten hohen Konzentration, dass dieses Gift entsprechend Symptome zeigt, weil es eine neurotoxische Substanz ist. Und man schreibt diese neurotoxische Wirkung der Spritze jetzt mit dem Begriff Long-Covid einem langen Verlauf einer Corona-Infektion zu. Das ist schlichtweg wissenschaftlicher Unsinn. Die Wissenschaftler wissen das, viele wagen nicht, mit ihnen aufzutreten und nennen das Ganze Long-Covid, weil es politisch gewollt ist. Beispiel: Niemand wäre auf die Idee gekommen, nach einer Influenza-Infektion, wo wir genau das Gleiche sehen. Auch Influenza befällt die Atemwege und die Atemwege werden geöffnet, damit andere Infektionen eine Möglichkeit haben, den Menschen zu befallen. Es geschieht ja auch, Herzmuskelinfektion, all das kennen wir bei Influenza. Niemand ist auf die Idee gekommen, dies Long-Influenza zu nennen. Sondern es waren immer Nachwirkungen einer vorher durchgemachten Atemwegsinfektion. Und hier ist es genau das Gleiche. Das Problem tatsächlich ist, dass diese unkontrollierte, sowohl mengenmäßig als auch zeitlich unkontrollierte Freisetzung von giftigen Spike-Proteinen im Körper, die ja selbst produziert werden, Symptome natürlich hervorrufen, die Corona ähneln. Das ist richtig. Das Gift des Coronavirus ist das Spike-Protein. Weitestgehend, es gibt noch andere, aber das ist das am häufigsten auftretende. Und das hat eben diese Folgen. Das kennt jeder oder kennt auch die Geschichten: vorübergehender Verlust des Geschmacks, vorübergehender Verlust des Geruchssinns. Das sind neurotoxische Wirkungen, die aber in der Regel, so haben wir ganz viele Beschreibungen, reversibel sind. Das heißt, die gehen nach einigen Tagen oder Wochen wieder zurück und der Sinn kommt zurück, weil eben das Virus durch das Immunsystem komplett ausgemerzt worden ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Sie haben Spike-Proteine nach einer Infektion 1 Woche, 1,5 Wochen maximal. Und dann werden die Viren durch das Immunsystem abgetötet. Die virusinfizierten Zellen werden weggeschafft. Bei der Gentherapie ist das eben nicht der Fall, weil da immer wieder durch das genetische Material neue Spike-Proteine gebildet werden über lange Zeit im ganzen Körper, ja nicht nur in den Atemwegsbereichen, sondern im ganzen Körper verteilt. In hohen Konzentrationen über einen Zeitraum, den wir mittlerweile nachweisen können, von über 12 Monaten. Welche Methoden gibt es denn, um verlässlich zu sagen, ob es sich um Folgen der modifizierten mRNA-Spritze handelt oder, sagen wir, ein modifiziertes Coronavirus? Das ist sehr schwierig. Wir müssen erstmal davon ausgehen, wie ich gerade gesagt habe, dass bei 99% aller Menschen, die sich infiziert haben, das Immunsystem innerhalb von 1,5 Wochen das Virus und die virusinfizierten Zellen vernichtet und wir dadurch gar keine Spike-Proteine mehr im Organismus haben. Menschen, die länger Spike-Proteine in sich tragen, sind zu einem höchsten Teil mit der Genspritze behandelt worden. Der andere Punkt ist, da hat mein Freund Arne Burkhardt dran gearbeitet. Ich habe da keine genauen Informationen. Ich habe nur die letzte Information von ihm in einem Gespräch gehabt, dass er Unterschiede gefunden hat zwischen dem Spike-Protein, was naiv gebildet wird, also von der Virusinfektion auf der einen, und dem Spike-Protein, was über die mRNA, also die Vergewaltigung der Zelle, im Körper gebildet wird. Dass er dort Unterschiede gefunden hat in gewissen Strukturen, Quartärstrukturen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob die Arbeiten weitergeführt werden. Arne Burkhardt ist ja leider im letzten Jahr
zu Tode gekommen. Tragisch. Da war er einer wichtigen Sache auf der Spur. Und wir können nur hoffen, dass an der Unterscheidung der Ursachen dieser Symptome weiter gearbeitet wird und den Geschädigten damit vielleicht ein Stück weiter geholfen werden kann. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Hockerts. Soweit der erste Teil des Gespräches mit dem Immunologen und Toxikologen Professor Stefan Hockerts, das Eva Schmidt führte. Den zweiten Teil bringen wir am 27. März zur gleichen Zeit. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen noch einen erkenntnisreichen und friedlichen Tag.